Wer kann mir denn sagen, wie Gottes Sohn heißt? Fragt der Religionslehrer in der Grundschule. Zahlreiche Hände schnellen in die Höhe, er nimmt Fritzchen dran, der überlegt kurz und sagt dann, oh wie. Der Lehrer runzelt die Stirn. Wie kommst du denn da drauf? Und Fritzchen erklärt, naja, das haben wir doch an Weihnachten gesungen. Gottes Sohn, oh wie lacht. Ja, Lieder machen Wissen. Lieder produzieren Wissen im Text und in der Melodie. Wir singen und erinnern einzelne Textfragmente. Wir verstehen manches nur so halb und konstruieren im Kopf einen Sinnzusammenhang, in den sie hineinpassen. Lieder produzieren Wissen oder zumindest vermeintliches Wissen über die Welt, über das Leben, über das Thema, das sie besingen. Das bekannteste Weihnachtslied der Welt produziert unvermeidlich Wissen über Weihnachten. Ob dieses Wissen im Einzelnen theologisch richtig, christologisch angemessen und lebenspraktisch verwertbar ist, steht auf einem anderen Blatt, aber der Reihe nach. Um die Entstehung des Liedes ranken sich ungefähr so viele Legenden wie um Weihnachten generell. Manche kennen die Geschichte von der kaputten Orgel, weswegen der Hilfspfarrer und ein befreundeter Lehrer gezwungen waren, mit der Gitarre die Musik in der Christmette in Oberndorf bei Salzburg zu bestreiten. Andere kennen die Geschichte von der kleinen Maus, die mit tintenverschmierten Pfoten über das Notenpapier läuft und dann den Blasebalg der Orgel anknabbert, um sicherzugehen, dass ihre Zufallskomposition auch wirklich aufgeführt wird. Heute wissen wir, der Text war schon 2 Jahre alt, als Pfarrer Josef Mohr den Organisten Franz Gruber kurz vor Heiligabend 1818 um eine Vertonung bat. Schnelle Nacht, eilige Nacht, die Noten waren schnell gemacht. Abends, da sangen sie Gruber und Mohr mit der Gitarre im Bass und Tenor. Erstmals ihr rühriges Lied, erstmals ihr rühriges Lied. Und von da an ging es sehr schnell. Vor allem über Volkslieder trällernde Familien, gewissermaßen die Vorläufer der Kelly Family, verbreitete sich dieses als echtes Tiroler Lied beworbene Stück, zuerst im deutschsprachigen Raum. Bald drang es auch in andere Länder vor und etablierte sich dort entweder als Volkslied oder aber als Inbegriff of German Christmas. Und der Erfolg ist verständlich. Europa war in Aufruhr. Verschiedenste Kriege hatten ihre Spuren hinterlassen. Der Wiener Kongress hatte die Grenzen auf der Landkarte neu gezogen. Die Menschen hatten vielleicht erstmals die negativen Folgen der Globalisierung erfahren, als ein Vulkanausbruch in Indonesien für ein Jahr ohne Sommer sorgte, für Missernten und Hungersnöte. Die Aufklärung hatte althergebrachte Gewissheiten ins Wanken gebracht und für ordentlich Kopfschmerzen gesorgt. Die Industrialisierung ersetzte Kirchtürme durch Fabrikschlote in den stetig anwachsenden Städten und alte Lebensbeziehungen brachen auseinander. In dieser Zeit begann es, dass man die Alpen touristisch entdeckte, als ideale Erholungsräume für gestresste Städter, als Orte unberührter Natur und fast paradiesischer Ursprünglichkeit, als hätten da oben auf der Alm Adam und Eva nie verbotenes Obst genascht. Die aufklärungsmüden Romantiker sammelten vermeintliche Volkslieder als wohltuenden Balsam für denkwunde Herzen und Seelen. Und auch, dass unsere traditionellen Krippen meistens eher nach Schwarzwald oder Steiermark als nach Bethlehem aussehen, hat hier seine Wurzeln.
Schon musikalisch kommt das Lied einer Sehnsucht nach dem Einfachen, dem Ursprünglichen entgegen. Eine Mischung aus Hirtenmusik und Wiegenlied umsäuselt die Ohren und führt im Geist auf schneebedeckte Almen und in Kerzen erleuchtete Kinderstuben, noch bevor überhaupt eine Textzeile gesungen wurde. Auch der Text antwortet auf solche Sehnsüchte. Stille Nacht, heilige Nacht, alles schläft. Es ist der Traum eines jeden und einer jeden, der oder die sich nachts schlaflos hin und her wälzt oder die Nächte in der Fabrik oder an der Nähmaschine verbringen muss. Einsam wacht nur das traute, hochheilige Paar. Ein Idealbild von Beziehungen, das schon im 19. Jahrhundert vielfach an der harten Wirklichkeit zerbricht. Holder Knabe im lockigen Haar, ein schönes Kind, dem andernorts in einem anderen Lied ja auch noch reinliche Windeln angedichtet werden. Wir wissen, dass diese Zeile sozusagen die Keimzelle für das ganze Lied war. Die war als erstes da, diese Zeile. Und wir wissen auch, dass der Ursprungsimpuls zu dieser Textzeile Joseph Mohr beim Betrachten eines Bildes gekommen ist. Wir wissen auch, dass das in der Kirche in Maria Pfarr hängt. Und es gibt es Gott sei Dank bei Wikipedia. Deswegen können Sie sich es angucken. Es ist vorne auf dem Liedblatt abgedruckt. Als theologisch geschulte Beobachterinnen und Beobachter ahnen Sie das Problem. Das Bild ist falsch. Abgesehen davon, dass das Kind auf dem Bild offensichtlich schon so ein paar Monate alt ist. Abgesehen davon war Jesus nicht blond. Kein Mensch im vorderen Orient vor 2000 Jahren war das. Aber dieses Bild wird transportiert. Dieses Bild hatte Mohr vor Augen und dieses Bild zieht sich durch unsere ganze abendländische religiöse Bildgeschichte, zumindest seit dieser Zeit. Wie problematisch das ist, Jesus einfach so zu blondieren und die Haut aufzuhellen, das hat Deutschland etwas über 100 Jahre später erfahren, als bestimmten Menschen mit bestimmten politischen Ansichten sehr daran gelegen war, Jesus als Germanen auszugeben und seine jüdische Herkunft zu verleugnen. Bin gespannt, ob wir das in den nächsten Jahren nochmal hören, nochmal erleben, diese Versuche. Aber wer das tut, weiß nichts darüber, dass Gott in Israel zur Welt gekommen ist und dass Jesus einen bleibenden Stallgeruch hat. Lieder produzieren Wissen. Und Weihnachtslieder produzieren und transportieren Wissen über Weihnachten. Aber ehrlich gesagt, wer das Weiße Rössel geguckt hat, weiß immer noch sehr wenig über das Salzkammergut oder über den Berufsalltag in einem Hotel. Und wer Stille Nacht, Heilige Nacht singt, weiß erstmal weniger über Weihnachten als vielmehr über die Sehnsüchte, die die Menschen umtreiben. Kitschige Nacht, seifige Pracht, alles schön weich gemacht. Blond, braver Jesus vor Alpenidyll, jenseits der Städte Gestank und Gebrüll. Eier, ach wären wir doch da, ha, Eier, ach wären wir da. Ein wohltuender Kontrast zu manchen unserer Weihnachtserfahrungen. Schrille Nacht, eilige Nacht, keiner schläft, lauter Krach in den Straßen, das Menschengewühl trampelt auf sterbendem Weihnachtsgefühl. Wann ist endlich mal Ruhe, Ruhe, wann ist endlich mal Ruhe? Bittere Nacht, eisige Nacht, wer hat was falsch gemacht? Der Baum ist schon lange am Nadeln dran, voll wie ein Eimer, der Mietweihnachtsmann. Freut euch, bald ist es vorbei, freut euch, bald ist es vorbei. Wilde Nacht,
einsame Nacht. Hirten haben nichts gebracht, niemand ist da und die Krippe ist leer. Mutter und Kind auf dem Mittelmeer, Engel haben anderes zu tun, Engel haben anderes zu tun. Stille Nacht, heilige Nacht ist in weiten Teilen sowas wie ein gesungener Heimatfilm. Die Geburtsgeschichte Jesu verlangt aber viel mehr nach einem Roadmovie. Unter den vielen Parodien, die das Lied hervorgerufen hat, ist die Version der Arbeiterbewegung aus dem Jahr 1907 vielleicht weihnachtlicher als das Original. Stille Nacht, heilige Nacht, alles schläft, einsam wacht, wohl so manches hungrige Paar und der Kinder darbende Schar seufzt in stiller Nacht, seufzt in stiller Nacht. Stille Nacht, traurige Nacht, ringsumher Lichterpracht, in der Hütte nur Elend und Not, kalt und öde kein Licht und kein Brot, schläft die Armut auf Stroh, schläft die Armut auf Stroh. In gewissem Sinne weihnachtlicher finde ich die Version, weil sie ehrlicher eine Welt beschreibt, die den Retter braucht. Zu der Erfolgsgeschichte von Stille Nacht, Heilige Nacht, das muss man zur Ehrenrettung wirklich sagen, gehört allerdings auch, dass die Melodie immer weiter vereinfacht wurde. Wir hören ja gleich den Originalsatz nochmal. Da hört man, wo man so eine Terz versetzt hat, wo man so ein paar Taktgeschichten verändert hat, damit es alles noch einfacher, noch simpler, noch eingängiger wird. Und zu der Erfolgsgeschichte dieses Liedes gehört auch, dass es erst in einer radikal gekürzten Version bekannt wurde. Ursprünglich war das Lied doppelt so lang. Aber die dritte bis fünfte Strophe wurden mit der Zeit vergessen, mit der Zeit rausgelassen, weil Thema und Stimmung nicht so richtig in das alpine Weihnachtsidyll passen wollten. Auf dem Liedblatt, wieder danke Wikipedia, auf dem Liedblatt sind sie abgedruckt. Wir singen einmal die fast vergessenen Strophen.
Man muss nicht mit allem theologisch einverstanden sein, was in diesen Strophen steht. Aber hier höre ich zumindest andeutungsweise Dinge, die mich mit dem Lied versöhnen. Ich höre, dass es nicht nur um die heilige Familie vor dem Alpenpanorama geht, sondern um etwas viel Größeres. Ich höre, dass der Welt Schonung verheißen ist, Vergebung von Sünde und Schuld. Ich ahne etwas von den Brüchen, die mein Leben und die ganze Welt durchziehen und die nur von Gott selbst überbrückt und nicht mit Weihnachtskitsch zugekleistert werden können. Und die von aufklärerischer Weite inspirierte Überzeugung, dass Jesus die Völker der Welt als Brüder umschloss, würde es verdienen, heute noch einmal zu neuen Ehren und zu Gehör gebracht zu werden, zumal in Wuppertal, wo am Heiligabend die Rechten aufmarschieren und ihre Parolen verbreiten, auch wenn ja Gott sei Dank niemand hingeht. Lieder produzieren und transportieren Wissen. Wissen über das Leben und über Weihnachten. Mit diesem Wissen kann ich Stille Nacht, Heilige Nacht singen, weil es mir Sehnsüchte vor Augen malt, die ich teilen kann. Sehnsüchte nach Heilwerden, nach Ganzsein, nach Frieden auf Erden. Ich erlebe auch, dass wir Menschen diese Sehnsucht nicht letztendlich stillen können. Nicht mit Heimatfilmen, ich bin ein großer Fan vom Weißen Rössel, nicht durch Hirtenmusik und Wiegenlieder, auch nicht durch Weihnachtsbäume und Krippenfiguren. Und das führt mich hin zu Gott und zu seinem Sohn, der nicht Ovi heißt, sondern Jesus Christus, der in eine Welt hineingeboren ist, die wenig idyllisch und friedlich ist und damit meiner eigenen Welt sehr ähnlich sieht und der genau diese Welt mit sich selbst versöhnt hat. Amen.